Wie spielt man die wundervolle Musik von Nicholas Bones? Das ist ja schon das Ende dieser Ära, dieser exotischen Stylus Fantasticus, die er von Buxtehude übernommen hat. Er war ja Buxtehude-Schüler und ist sehr früh leider an einer Krankheit gestorben, die heutzutage kein Problem mehr wäre. Diese Ära, dass man Einzelmelodien hat, die frei gespielt werden und dann wieder Satz und wieder Melodie, die kommt eigentlich von dieser Monteverdi-Opergeschichte und später natürlich auch von Frescobaldi und Froberger. Das sind so die großen Stars, natürlich auch Sweelinck, wo aus dem Norden und aus dem Norddeutschen diese Musik, diese exotisch freistrenge, improvisatorische Musik hergekommen ist, auf die dann auch letztendlich Johann Sebastian Bach aufgebaut hat und ebenfalls den Stylus Fantasticus, beispielsweise G-Moll 542, angewendet hat. Aber hier befinden wir uns noch mitten in dieser Endära. Und das bedeutet, dass man diese freien und strengen Teile hat und dass sich ganz, ganz oft die Taktarten ändern. Ja, so ein bisschen Toccata-Fantasien-mäßig, nur doch noch ein bisschen anders. Und man muss sich hier, wie gesagt, immer eine norddeutsche Schnittgeorgel vorstellen, von Farben her und Anordnung der Register her. So, es beginnt also. Wie gesagt, ich habe hier die Beckmann-Ausgabe. In den neuen Ausgaben ist das natürlich trotzdem zweifellos rechte Hand. Und dann beginnt das mit dieser latenten Zweistimmigkeit, chromatischer Lauf, der natürlich im Mitteltönigen ganz, ganz scharf klingt. Und den kann man sich ja als Gleichnis vorstellen zu einem Fluss oder auch zu, ja, vielleicht sogar zu einer Art Schlange, die sich da geschmeidig wälzt. Das heißt, es darf nicht zu artikuliert sein und auch nicht zu virtuos. Und dann, wobei man das wirklich jeden Tag auch anders spielen kann. Vielleicht mal virtuos, vielleicht mal sentimental, je nachdem. Und dann ist da hier der ausgeschriebene Triller, der läuft an. Dann wird viel getrillert und dann geht er auch wieder langsam und auslaufend zu Ende. Dann haben wir hier bereits den strengen Teil. Hier ist nichts mit Anlaufen. Hier geht es recht streng durch. Dann haben wir wieder einen trotz Akkordit freien Teil. Das heißt, es muss nicht streng gespielt sein, sondern eher, ja, wie soll ich sagen, ungleichmäßig in Anführungsstrichen. Dann haben wir hier den virtuosen Lauf hin zur Gigue 12 Achteltakt. Das kann streng und schnell gespielt werden, habe ich aber auch schon langsam gespielt. Dann kommt der freie Teil, der darf auch nicht zu wüst sein. Wir haben hier eigentlich einen ruhigen Arpeggio-Teil, der hin zur Fuge führt. Diese Fuge ist natürlich wunderschön. Man sollte hier vielleicht auf Triller verzichten, aber auch das mache ich von meinem jeweiligen Gemütszustand abhängig. Wir haben hier also das Fugenthema und ein Kontrasubjekt. Das Kontrasubjekt beginnt immer mit einem Auftakt und muss sprechend gespielt werden. Man kann sich hier zum Beispiel einen Text vorstellen, zum Beispiel: Ich liebe dich so sehr, dass man halt einfach die Schwerpunkte hat und es nicht einfach, dass die Auftakte nicht übersehen werden und die Auftakte auch eigentlich immer gleich spielen. So, das geht eine ganze Weile, bis hier die Ära hier aufhört und es geht hier dem Schluss entgegen. Dementsprechend muss es auch gespielt werden. Wieder ein freier Teil, nicht zu wüst. Und das ist hier natürlich der Adagio-Triller. Das heißt, man kann hier ruhig auch fast schon halb so langsam auch wirklich ausführlich trillern. Dann kommt hier der Harfenteil. Den kann man vielleicht sogar im Vierfuß spielen. Würde ich auch sehr schön. Und das Pedal ist ganz kurz. Gibt sozusagen nur Akustik dazu. Dann kann man natürlich hier wieder fragen, macht man hier mit Verzierungen und Trillern und Läufen. Man kann es aber auch ganz plain spielen. Und dann haben wir hier den Presto-Teil. Dann geht es hin zur Endfuge. Hier haben wir natürlich eine Art Gigue-Fuge. Das heißt, sehr, sehr schön im vollen Rückpositiv. Das wäre so typisch norddeutsch.
Und die Hermiolen, die wir hier haben, dürfen nicht zu spät kommen und müssen stets abgesetzt sein. Dann bekommt es diese Schärfe, diese Konsistenz, die wir da brauchen. Ja, und dann sind wir schon wieder im freien Teil am Schluss. Hier wiederholt sich das deutlich zeigen. Solche Auftakte nicht binden, ansonsten nicht zu locker in der Artikulation von den Läufen. Ja, und dann kann es spritzig zu Ende gehen. Wirklich nicht zu mit Schwung, nicht zu langsam geht es dann zu Ende. Und die Fermate früher, das hieß einfach nur, hier ist Schluss, das muss jetzt nicht ewig ausgehalten werden.